Einen wunderschönen guten Tag, irgendwas. Guten Abend, guten Mittag. Willkommen zu einer verspäteten Aufnahme des Minecraft Let's Plays. Und zwar ein Minecraft-Leben-ähnliches Projekt. Wir bauen uns hier eine kleine Stadt auf. Ein, zwei andere YouTuber sind noch dabei. Zwar Unbekannte, genau wie ich, aber YouTuber halt. Ja, das hier ist mein Grundstück. Das ist das Rathaus. Da entsteht ein Marktplatz. Da oben ist das Grundstück vom lieben Adi Keks FP. Unbedingt mal bei ihm vorbeischauen. Ja. Das Haus hier hinten ist, auch wenn es irgendwie komisch klingt, von meiner Mutter erbaut. Das ist ihr Haus. Ja. Wie gesagt, das hier ist das Rathaus, noch nicht ausgeleuchtet und auch noch nicht fertig. Und dann aus mir entsteht, also mehr hat die Stadt bis jetzt noch nicht, weil wir auch noch nicht lange an diesem Projekt arbeiten. Also ich bin so gut wie Dauer online in diesem Projekt. Deswegen ist mein Haus auch schon so weit fortgeschritten. Ich habe hier eine kleine Farm. Dann muss man gleich ein bisschen was abfarmen hier. Ich brauche Brot, ich habe Hunger. Ich versuche mich in diesem Projekt so gut wie möglich mit den Ressourcen im Rückhalt zu haben, weil ich habe so die Angewohnheit, Ressourcen ganz schön sinnlos zu verballern. Wie hier habe ich ein Loch mit ein paar Melonen gestopft und ja, es ist nur nicht sehr sparsam. Dann wundere ich mich, warum ich immer Hunger habe. Werkbank, 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 das kann hier weg. So. Bisschen Brot hier machen. Habe ich hier noch drin. Ach, hier habe ich noch ein bisschen was. Ja. Pilzsuppe habe ich auch noch. Es läuft auf jeden Fall mit mir. Hier ist eigentlich das Hundezimmer. Aber hier steht noch ein Besucherbett. Dann gehen wir auf meinen Dachgarten. Und hier im Baumhaus. Verzauberungstisch. Also ich habe mir alles so ein bisschen verwinkelt. Und ich würde sagen, als wunderschönen Anfang während wir mal in die Mine gehen. Papa braucht neue Ressourcen. Auch wenn ich nicht mal mehr weiß, wo meine Mine war. Pack das jetzt erstmal alles so rein und sortiere später. Diamantspitzhacke, zack. Ihr seht, ich habe keine Level, weil ja, wir hatten vor 2 Tagen, vor 3 Tagen, hatten wir so ein kleines PvP-Battle. Und ja, ich wurde da richtig auseinandergenommen. Brauche ich sonst noch irgendwas? Ja, glaubt man nicht. Ich glaube, das sollte Fackeln. Fackeln, 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 Fackeln. Halten hier unten noch was? Ich glaube, unten dürfte ich noch welche haben. Ja, hier habe ich noch einen kleinen Keller. Mit dem Netherportal. Also ich war in den 3 Tagen schon fleißig. Oh, hier sind nochmal 19 Brote. Hier ist noch ein bisschen was zu essen.
doch keine Fackel mehr, aber ich hab Kohle. Wenn wir uns mal welche craften. Ja, ich weiß, dass hier noch keine Treppen sind. Ich werde die auch noch irgendwann bauen, aber das hat Zeit. Weg echt nirgendwo mehr Fackeln. Gerne eine Warzenschwein hier. Ja, aber ich habe noch 16 Kohle. Craften aus und aus dem Zeug hier Fackeln. Ja. Ja, ich habe noch. Ich muss letztens umstellen hier. Ich habe sonst eigentlich das klassische Crafting an, aber da ich letztens jemanden zu Besuch hatte und der mit dem nicht klarkommt, benutze ich gerade das. Weil ich bis jetzt ernsthaft zu faul war, es umzustellen. Und ich keinen Bock habe, das jetzt mit einer Aufnahme zu machen. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht mal mehr, wo meine Mine war. Da hinten ist so ein kleines Waldhaus, Waldmenschen, keine Ahnung was. Das ist schon gelootet. Ups. Ja. Wo ist meine Mine? Ich glaube, das war das Loch da hinten. Autsch. Autsch. Kann die sei? Ja, die ist kein sei. Wie kann ich denn das schöne Eisen übersehen? Ja. Wenn ich denn mal irgendwann wieder PS Plus habe, könnt ihr auch gerne an diesem Projekt teilnehmen, wenn ihr eine PS4 habt. Ich bin offen für jeden neuen Teilnehmer. Ja. Und mein Kumpel und ich machen gerade Minecraft-Server auf dem PC, also. Ich werde dazu bald nochmal ein kleines Vorstellungsvideo bringen. Und hoffe, damit ihr da auch mal vorbeischaut auf dem Server. Weil wie gesagt, ist von mir, also kann er nur gut werden. Oh, hier geht's wieder raus. Ich sehe ja ehrlich gesagt nicht mehr durch. Cool, wo bin ich denn hier rausgekommen? Wenn man durch den Berg marschiert. Geil. Aber musste ich nicht sogar hier hinten? Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich musste sogar hier hinten lang. So. War ganz schön viele Ressourcen liegen lassen auf der Obsidian-Suche. Oh, hier geht's runter. Geronimo. Gehen hier einfach mal runter. Mehr als sterben können wir ja nicht. Ja. Blaubeerspube. Hab's gefunden. Ach du Scheiße. Geronimo. Dias. Dias, Dias, Dias. Dias, Dias, Dias. Dias, Dias, Dias. Dias, Dias. Dias, Dias, tralala. Dias, Dias, tralala. Ja, und ich weiß, dass es von Kohle ist und von Gronk geklaut ist. Reizt mir ruhig in die Nase, spammt mich voll damit. Es geht mir am Arsch vorbei. Haben wir wieder drei Dias.
Heuriger. Redstone nehmen wir auch immer schön mit. Weil ich mir den Beruf Redstone-Ingenieur ausgesucht habe und ja. Redstone-Ingenieur und Redstone. Irgendwie merkwürdig, oder? Blip. Schwubbel. Zack. 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 Geht's hier irgendwo lang? Nein. Da komme ich weiter. Ja, gut. Brauchen wir kurz mal den Stein. Das Redstone nehme ich mal kurz nicht mit. Das kann ich auf dem Rückweg mitnehmen. So. Schön sicher rüber hier. Bisschen Licht machen für euch. Na, Kasse. Ich würde sagen, wir fahren erstmal nur die Ressourcen hier ab. Bisschen Lapis zum Verzaubern. Ich schwimme gegen den Strom. Gekonnt. Ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Da oben muss ich hin. Bevor es jetzt irgendjemand fragt, nein, ich bin kein Tokyo Hotel Fan. Mir ist einfach nur gerade diese Siedler in den Kopf geschossen. Vielleicht werde ich heute noch irgendwann im Verlauf des Tages eine Folge War Thunder bringen, weil ich und Adi Keks spielen das momentan. Und ja. Aber da heißt Adi Keks. Ich kann auch einfach Adi sagen. Hört sich nicht so bescheuert an. So, ouch. Ne, den wollen wir mal wieder nach Hause. Die drei Dias wegbringen. Ich habe nichts zu essen bei. Das hat hier wieder sehr klug geregelt hier. Nicht wundern, dass es erstmal keine Nacht wird. Wir haben beschlossen, damit in der ersten Woche es dauerhaft Tag bleibt. Und erst ab der zweiten Woche wird dann der Tageslichtzyklus wieder aktiviert. Ja. Das sind meine drei Hunde. So, dürften wir 9 Dias, ne, 6 Dias haben. Ich habe 3 für die Spitzhacke vercraftet. Wir machen mal ein Sparmodell hier.
heißt, ich brauche nur zwei Dias. Irgendwann laufen wir jetzt. Ach, jetzt zeige ich so einen scheiß Ohrwurm von diesem Lied. Und jetzt brauche ich was zu essen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die drei Hunde und das Pferd benennen. Der Name mit dem meisten Likes, auch wenn ich weiß, dass nur einer vielleicht das kommentieren wird. Vielleicht auch drei oder zwei. Auf jeden Fall der mit den meisten Likes. Der Name. Ja. Wird fürs Pferd genommen. Die Hundenahrung, so schreibt ihr einfach rein und dann suche ich mir drei schöne aus. Ja. Und da ich nicht weiß, was ich jetzt noch machen soll, sage ich erstmal, bevor ich euch noch weiter langweile, das war's für heute. Aber das heißt für heute, für diese Folge Minecraft. Und wir sehen uns in der nächsten. Ciao, haut.